Das ist passiert am letzten Freitag. Das Goal von Maximilian Gerbel hat stattgefunden. Die Schiedsrichter haben gepfiffen, haben auch wieder abgepfiffen. Das Problem einzig dabei war, niemand hat das Goal gezählt. Nicht im Matchprotokoll und nicht auf der Matchuhr. Also ist dann das Spiel nach einem 24-24 ausgegangen. Kriens hat einen Punkt gewonnen. Kadetten, die sagen jetzt, uns ist doch gleich, ob wir jetzt den einen Punkt haben oder nicht, wir werden sowieso Quali-Sieger. Und an einem Wiederholungsspiel haben wir eigentlich überhaupt kein Interesse. Das ruft jetzt aber Pfadi und Ottmar auf den Plan. Die haben natürlich ein Interesse daran, als Verfolger von Kriens, dass die den Punkt nicht überkommen. Die haben jetzt Protest eingelegt und sagen, wir wollen, dass das Spiel richtig gewertet wird, nämlich mit 25-24 für Kadetten. Es könnte aber Kriens, wenn das so käme, kommen und sagen, ja Moment, wir haben natürlich immer gewusst, wie es steht in dem Match und haben auf ein Unentschieden gespielt. Also wenn man uns jetzt den Punkt wegnimmt, dann ist das unfair. Und jetzt ist der grosse Böck, der ist jetzt beim Verband. Der muss nämlich sagen, wir haben zwar einen Fehler gemacht, aber wie bügeln wir den Fehler aus? Weil, wenn es nämlich jetzt den Punkt kriegen zu lassen, dann benachteiligen es Ottmar und Pfadi. Wenn es so ist, dass es ein Wiederholungsspiel gibt, dann noch eine. Könnte es so sein, dass Kadetten sagen, was haben wir für ein Interesse da, unsere erste Mannschaft da zu verheizen für ein Extraspiel, das uns nicht bringt. Dann schickt die Junior oder sonst irgendjemand und dann hat Kriens am Schluss sogar zwei Punkte. Also, was der Verband da jetzt daraus macht, das ist jetzt die ganz große Frage.